Zum dritten Tag der offenen Tür hatte sich der Lilliputbahnverein Stein am Rhein eine ganz besondere Attraktion ausgedacht. Ein lange gehegter Wunsch war es, zur schon vorhandenen E-Lok der Rätischen Bahn eine passende Salonwagengarnitur in den Fuhrpark aufnehmen zu können. Ich bedanke mich bei allen, die Interesse zeigen und heute da sind und meine kurzen Ausführungen zulassen. Wir haben uns gewünscht, zum Krokodil, der vorgespannt ist, diese Salonwege hier überzuholen. Mit sehr viel Erfahrung, mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Enthusiasmus hat der Herr Charlie Ball sein Hobby zum Beruf gemacht. Und ich glaube, er steht ganz bescheiden da oben. Es wäre jetzt ein Applaus wert, ihm dafür zu danken. Extra zur Einweihung hatte der Verein Hagen von Ortloff, bekannt durch die Sendereihe Eisenbahnromantik, eingeladen. Eisenbahnromantik im SWR. Bitte Band verschneiden. Auch Miniaturbahnen sind richtige Eisenbahnen. Man darf das jetzt nicht irgendwie so gering schätzen. Ja? Auch wenn die jetzt nur auf 380 mm oder auf anderen Größen fahren. Sie sind richtige Eisenbahnen, sie transportieren Menschen. Und es ist halt so, diese Art der Bahnen gibt es ja nicht so sehr viele. Also wir haben sie hier in Stein am Rhein, die Lilliputbahn. Es gibt beispielsweise noch eine auf dem Killesberg in Stuttgart. Also diese Bahnen eignen sich wunderbar dazu, auch jungen Leuten, Schülern oder jungen Menschen, Auszubildenden, die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Eisenbahnwesen erstmals richtig auseinanderzusetzen und auch Verantwortung zu tragen. Natürlich ließ sich der Eisenbahnenthusiast Hagen von Ortloff die Gelegenheit zu einer Mitfahrt nicht entgehen. Die Steiner Lilliputbahn fährt von Ende März bis Mitte Oktober an Sonn- und Feiertagen sowie während der Ferien auch am Mittwoch und am Samstag.